Ja, mit dem letzten Spiel des Jahres beendet Holstein Kiel ein denkwürdiges Jahr 2015, das sicherlich niemand so schnell an der Förde vergessen wird. Eine starke Rückrunde, die in der Relegation endete, als man den Aufstieg dann doch verpasste gegen 1860 München. Es folgte eine durchschnittliche Hinrunde dieser Spielzeit, die zeigt, wie schwer es ist, das Ganze im nächsten Jahr zu wiederholen. Und trotzdem ist der Rückstand auf die Relegationsplätze noch nicht zu groß, um es nicht vielleicht mit einer Serie zu schaffen. Heute erstmal die letzte Aufgabe gegen Halle, um eine gute Position zu schaffen, braucht es einen Sieg gegen die Mannschaft von Stefan Böger. Carsten Neitzel setzt auf die Mannschaft vom letzten Wochenende. Insgesamt keine Veränderung. Kiel im Blau-Weiß-Rot, Halle in Rot-Schwarz. Mit Leverenz und Niarko der erste Angriff nach 6 Minuten für die Gastgeber. Wieder Niarko. Weiter für Marc Heider gegen Kleiner Heißmann abgegrätscht und es gibt gleich den ersten Freistoß. Eine richtige Entscheidung gegen den hallischen FC, weil Kleiner Heißmann zu spät kommt gegen Kiels Marc Heider. Freistoßposition ideal. 4 Mann in der Mauer sollen abblocken gegen Tim Siedschlag bei der ersten Riesengelegenheit für die Kieler. Redo im Tor, weiterhin für den hallischen FC, tritt an gegen eine Traumposition für Siedschlag und Niarko überlaufen und Siedschlag! Freistoß geht drüber, keine Torgefahr durch Tim Siedschlag. Chance nicht genutzt. Am Ende 5 Mann in der Mauer. Breto hatte einen weiteren dazugestellt. Das allerdings bleibt zunächst mal ohne Folge. 10 Minuten gespielt. Halle braucht etwas, um in die Partie hineinzufinden. Erster Angriff mit Osave und Barnovic über die linke Seite. Kohlmann unsicher. Zu kurz geklärt. Bertram kann nachsetzen. Dorian, Diering und Brückmann aus der Drehung. Jakusch. Chikos dann da. Abpraller von Niklas Jakusch zurück im Kieler Tor, spielte bereits gegen den hallischen FC in der Hinrunde, dann ersetzt durch Zentner. Jetzt ist er wieder Nummer 2 hinter dem nach wie vor verletzten Kenneth Kohler. Nächster Angriff über die Außen, diesmal über die rechte Seite mit Hermann und Siedschlag. Immer wieder beteiligt an den Angriffen. Leverenz ist das. Weiter für Marc Heider und Niarko, abgedrängt von Diering. Geflankt, Bredlo unsicher, Engelhardt mit dem Ballverlust, Siedschlag, klasse, nachgesetzt, Hereingabe, Leverenz und Heider. Chance vertan, nachdem Kiel mehrfach nachsetzt, Halle unsicher in dieser Phase in der Verteidigung, die Unsicherheiten zu erkennen bei Engelhardt, einem Spieler, der ganz sicher ist eigentlich in der Hallenser Verteidigung. Osave, 20 Minuten gespielt, zusammen mit Bertram. Und dann dieser Fehlpass, Niarko sofort dazwischen umgeschaltet, Heider super gespielt, kein Abseits, die Chance für Tim Siedschlag. Er macht das Tor, über 3 Stationen umgeschaltet nach Bertrams Ballverlust, Niarko, Heider und dann Tim Siedschlag, 2. Saisontor, Graf gegen Dresden, jetzt auch gegen den hallischen FC zum Führungstor für Holstein Kiel, ganz wichtiger Treffer. Nach einer guten Anfangsphase auch Barnovic weiß, dieser Ballverlust und dann die Umschaltbewegung der Kieler besser als das Verteidigungsverhalten der Hallenser Viererkette auseinandergerissen. Keine Chance für Breto, der da nichts machen kann gegen Tim Siedschlag. Einfach mal eiskalt umgeschaltet im eigenen Stadion von Tim Siedschlag und der Kieler Mannschaft. Wichtig wäre ein Sieg, Halle reagiert sofort mit Lindenhahn. Gerade mal 2 Minuten später wieder über die linke Seite gegen Niarko. Das ist Akista Pace, weiter für Ibiza Barnovic und Diering. Der Ball geht weit rüber von Dorian Diering, neuer Mann, der im Sommer aus Aue kam. Hat viele Spiele gemacht, der allerdings rutscht ihm weit ab, geht weit über das Tor von Jakusch. Barnovic. Wieder Halle mit Bertram, noch keine halbe Stunde gespielt, Partie munter auf, weil Halle jetzt wütend reagiert mit vielen Angriffen. Das ist die Chance, Barnovic in die Arme von Jakusch, nächste Parade von Kiels Torwart. Akis Tapate, Chancen im 3-Minuten-Takt für die Gäste. Durch den Verteidiger Akis Tapate, Osave, weiter für Barnovic. Das ist Brückmann, nicht attackiert und Osave! Wie schon Diering, sie versuchen es aus allen Positionen in dieser Phase. Und noch 5 Minuten im ersten Durchgang, wieder die Gäste mit Lindenhahn. Nicht zu sehen mehr von den Kielern, stattdessen Halle über Diering. Barnovic sucht die Lücke, macht es selber. Der Ball lange in der Luft, aber auch der geht drüber. Chance über Chance für die Mannschaft von Stefan Böger. Die Halle übernahm, als es dem Verein nicht gut ging in dieser Hinrunde. Hat die Mannschaft zurück ins Mittelfeld geführt. Zu mehr allerdings wird es vermutlich nicht reichen. Immerhin keine Abstiegssorgen unter dem neuen Trainer. Nochmal der nächste Angriff mit Lindner. Hat Platz auf der linken Seite. In den Angriff hinein attackiert von den Hallensern.
Das ist Barnovic weiter für Diering. Nicht attackiert, auch der Ball geht rechts vorbei. Es hätte längst ein Ausgleich fallen können für den Halleschen FC, der das Tor verpasst. Kiel führt weiterhin durch die eine Aktion von Siedschlag. Insgesamt eine viel bessere Leistung der Hallenser, die allerdings die Chancen vergeben. So führt Kiel zur Pause mit 1:0. Durch Siedschlags Treffer, seine Mannschaft braucht ganz klar einen Treffer aus den vielen Chancen im ersten Durchgang. Und es geht gleich so weiter, 10 Minuten gespielt im zweiten Durchgang. Diering für Brückmann, beide Mannschaften unverändert über die linke Seite. Zu kurz geklärt von Niarko, Osawe, weiter für Diering und Bertram. Genau in die Arme von Jakusz, nächste Gelegenheit vergeben vom Kieler Tor. Dann mal wieder die Gastgeber, seit Siedschlags Angriff nicht mehr offensiv da gewesen. Mit Dennis Weidlich, Leverenz. Gegen Rechtsverteidiger Rau. Flanke ist gut für Haider. Durchgesetzt gegen Zweierdenser. Das allerdings reicht noch nicht zum zweiten Tor für Holstein Kiel. Partie bleibt munter, temporeich. Halle macht viel mit Bertram. Weiter für Lindenhahn gegen Leverenz. Einfach mal durchgesetzt. Und Barnovic. Jakusz da. Beste Gelegenheit bis hierhin für den Halleschen FC. Durch Ivica Barnovic, klasse Tat von Jakusz, das erste Mal wirklich gefordert in dieser Partie, hält diesen Ball mit einer Hand noch die nächste vergebene Chance und Kiel kämpft darum, die drei Punkte mitnehmen zu können. Anschließende Ecke für Halle, ausgeführt von rechts von Sören Bertram. Weit für Barnovic, kleine Unsicherheit und Leverenz muss klären. Die Angriffe wären da gewesen, Leverenz ist allerdings zur Stelle bei diesem Standard. Guda, auch heute wieder in der Startelf, wie schon gegen Mainz. Und Dennis Weidlich kam im Sommer aus Rostock, hat sich eingefunden in die Mannschaft und hat seinen Teil dazu beigetragen, dass sie immerhin wieder den Weg nach oben geschafft haben, Tabellenplatz 13 vor diesem Spieltag. Barnovic, Halle läuft die Zeit davon, immerhin noch gut 20 Minuten, aber es muss ein Tor hier mit Barnovic nochmal nachgesetzt, um jeden Ball gekämpft und Bertram aus der Drehung gegen Jakusz. Der Ball will einfach nicht rein für die Gäste. Super Pass von Lindenhahn. Bertram schon wieder klasse geschickt über die rechte Seite gegen Chichos. Flanke für Heidemir. Jakusz ist da. Rausgefaustet, aber zu kurz. Barnovic, Jansen nochmal der Spielaufbau mit dem eingewechselten Heidemir und Lindenhahn. Nochmal Selim Heidemir im Zusammenspiel mit Bertram und Aydemir. 10 Minuten bleiben Halle. Es wird kläglich, was die Mannschaft macht. So viele Gelegenheiten. Irgendwann muss dann auch mal das Tor fallen für den HFC. Einwurf für die Kieler, die wenig machen. Sieht stark mal wieder in Angriff. Und Schäffler! Plötzlich sind sie da. 6 Minuten vor dem Ende. Die Riesenchance für den eingewechselten Manuel Schäffler. Längst nicht mehr Stammspieler in dieser Phase für Kiel, hat allerdings die Riesenchance zum entscheidenden zweiten Treffer. Partie bleibt spannend in der Nachspielzeit. Kiel nochmal mit Kohlmann und dem Ballverlust an Bertram. Selim Aydemir Engelhardt jetzt auch weit vorne, um die Flanke zu bringen. Jakusz ist da vor Osawe. Riesengelegenheit. Kiels Torwart spielt mit und ist rechtzeitig zur Stelle. Ziegenbein, immer noch nicht Schuss im Holstein-Stadion. Nochmal Halle über die linke Seite gegen Hermann. Das ist Akista Pace immer offensiv dabei. Flanke für Sören Bertram. Kiels Kohlmann noch dran. Es gibt Eckball für die Gäste. Der allerdings bleibt ungefährlich ohne große Folge. Und so gewinnt Holstein Kiel 1:0. Das letzte Spiel des Jahres gegen den Halleschen FC, weil Niklas Jakusz im Tor Glanztaten gezeigt hat gegen Barnovic und den Rest der Mannschaft aus Halle. Kiel mit einem glücklichen Sieg zum Jahresende. 3 Punkte gegen Halle, weil die Gegner den Ball nicht verwandeln konnten und weil Kiel einfach die eine Aktion genutzt hat. Ein versöhnliches Ende für die Mannschaft aus Kiel.